Moin moin und willkommen zurück zu Echo Generations. Gerade frisch erschienen im Xbox Game Pass und auch heute gerade erschienen das Spiel. Wir befinden uns jetzt hier und versuchen einfach mal unser Glück bei diesen Ratten. Ich weiß nicht, ob wir die angreifen können oder nicht. Wir testen es mal. Okay. Gut, also hier machen wir mal. Wir haben recht viele von. Das ist ein Fast Hook Attack. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Wir probieren es nochmal aus. Ah, fängt daneben. Das Kreuz muss da in die Mitte rein, okay. Okay, der haut ganz schön hart zu. Ich suche den nochmal hier. Na, einmal ist ein Bodycheck. Boom! Blöde Ratte. Alter! Wie viel Leben der wegnimmt. Oh, das war knapp daneben, aber immer noch gut. Aber ich darf doch mal einen anderen noch mal hauen, ne? So. Okay, jetzt glaube ich auf jeden Fall ordentlich Leben. Wir müssen es aber einmal ein bisschen erhöhen, bevor die anderen beiden Ratten angreifen. Denn sonst sind wir gleich tot. Aber das kriegen wir auch hin. Gut. So, pass mal auf, wir nehmen mal ein bisschen hier. Richtig viel haben wir gar nicht mehr. Warte mal. Warte, wir machen den hier und dann machen wir. Genau. Jetzt greifen wir trotzdem mal an. Pass mal auf. Oder können wir hier vorbeischleichen auch einfach? Dann können wir so reingehen, müssen die Ratten gar nicht angreifen. Das ist ja schon mal gut für uns. Oh, sieht ein schon gruselig aus hier. Oh, $5 aus der Kasse geklaut. Die sind ja auch nette Kinder. Was ist das? Die sind safe. Okay, die Kombination kennen wir noch nicht. Welche ist die Kombination hier irgendwo? Das stimmt. Ich glaube, das könnte passen. Ja, machen wir. Geil. Miausi! Was machst du denn hier? Miau, miau, miau. Oh, ich miau dich auch zu. Wir wissen, dass du reden kannst. Ruhig, ich jage. Die können dich wahrscheinlich hören, wenn du so rummiaust wie jetzt. Richtig, ich habe so ein paar leckere Ratten gefunden, hier letzte Woche. Aber jetzt sind sie viel größer geworden. Das ist schon merkwürdig. Wir haben doch Essen zu Hause. Warum kommst du nicht zu mir? Fragst Mama. Ich mag diese Korn- und Kartoffeldiät nicht so gerne. Stalin würde mir das bezeugen. Aber Billy, der Besitzer des Shops, kann vielleicht verletzt sein. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Dangerous? Wieso? Da ist ganz schön viel Blut am Eingang. Das könnte von dem Toten sein, der direkt hier liegt. Mr. Billy! Hast du den Mörder gesehen? Es ist ein Mysterium. Vielleicht hat der große, gigantische Clown hinten was damit zu tun. Clowns sind immer böse. Es wird ein bisschen ungemütlich für mich. Ich glaube, ich gehe zurück und jage lieber Mäuse im Kornfeld. Vielleicht sind da keine Großen dort. Maisie, bleib bei uns bist du sicher. No. Okay. Mr. Billy war nicht wirklich freundlich. Aber das hat er nicht verdient. Wer soll jetzt alles reparieren? Wir werden dich rächen, Mr. Billy. Die Musik hier unten ist ganz schön gruselig. Wir werden trotzdem mal alles angucken hier. Hier liegt zum Beispiel mal ein Apfel, den können wir mitnehmen. Hier gibt es schon mal Leben, ne? Wir müssen jetzt mal alles kontrollieren hier. Vielleicht finden wir hier auch so ein paar Sachen für den Metallheini. Da
Hast du mir schon mal einen Kaffee? Yes. Ein kaputter Roboter. Ein Blobo 11. Okay. Da liegt ein Heft. Ein Upward Punch. Cool, ein Uppercut. Tiger Uppercut. Hier ist der riesige, eklige Clown. Den lassen wir kurz... Oh. Oh Gott, der sieht wirklich nicht so schön aus. Da. Oh. Ich glaube, ich müsste ihr ein bisschen Leben geben, da wahrscheinlich eher. Aber da geht's nicht anders. Sollen wir Uppercut probieren? Ach so. Ah, okay, er muss so eine geile Kombi machen. Wie lässig ist das denn? Aber wir müssen jetzt wieder Leben leider haben auch. Oh, gut geblockt. Alter, der Kappe war einfach hammer viel. Kritischer Hit. Oh nein. Na gut, warte mal, wir können eh nichts mehr machen. Dann haben wir Glück, wir schaffen es nochmal. Yes! Ah, jetzt haben wir die Weihnachtsbeleuchtung gefunden, cool. Dieser für den Typen... für Baumhaus, ne? Sehr gut. So, ich glaube, wir machen wir schon mehr Leben jetzt hier. Gucken wir, ob wir noch mehr finden hier. So. Ein Geld gefunden. Bevor wir da rausgehen, gehen wir nochmal hier hoch. Aber da können wir gar nicht hoch, oder? Ne, schade, ich dachte, man könnte auch hochgehen. Kann man gar nicht. Kann man hier noch was wegnehmen hier? Ne. Oh, das sieht auch cool aus hier. Geld. Also irgendwo müssen wir Geld nachher auch ausgeben können. Ich bin vom Grafikstil ja so ein bisschen begeistert. Sieht echt cool aus hier. Ah. Haben wir Geld gefunden. Alter, wir finden nur Kohle hier. Gut, lass mal gucken, wo es hingeht. Da hinten ist das. Das sieht doch aus wie ein Alien-Raumschiff. Da hinten, seht ihr das? Guck mal, was Miau sagt. Ah, da bist du ja. Komm, wir wollen nach Hause, Mausi. Geduld. Es ist nicht die richtige Zeit. Immer noch am Jagen? Ja. Warte, ich kann keine einzige Maus finden. Irgendwas muss sie erschreckt haben. Was ist das da im Kornfeld? Was brennt? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein geheimes Armeeflugzeug. Man sieht ganz deutlich, dass es ein Raumschiff ist. Ach, bist du der Experte? Ich will's sehen. Es könnte gefährlich sein. Wir sollten Mauzi mit uns nehmen. Es ist keine gute Idee, dahin zu gehen. Bitte. Es könnte zu abenteuerlich sein. Er ist nur eine Hauskatze. Sehr lustig, Schansen. Aber deine Taktik funktioniert nicht bei mir. Meinst du, ein Fisch könnte dich hier rausbringen? Ein Raumfisch? Sie haben nicht mal Wasser im Weltraum. Komm schon, Schansen, lass uns gehen. Okay, wenn wir schon sterben, dann jedenfalls zusammen.
Ich habe keine Angst vor Weltraumfischen. Wundervoll. Meine Menschen sind selbstmordgefährdet. Aber ich werde es nicht allein sterben lassen. Und auch ich bin ein bisschen intrigant. Ist das Fisch, was ich da rieche? Ich habe einen alten Fisch hier aus der Mülltonne gefischt. Es stinkt. Alright. Gib mir das alte Ding. Deal. So, jetzt haben wir auch noch eine Katze bei uns drin. Wie cool ist das denn? Geht trotzdem kurz mal weiter. Nur zu gucken, ob wir noch was anderes finden hier. Der Grafikstil ist einfach geil, finde ich. Da können wir hier nicht runter. Aber es sieht cool aus, oder? Cooles Screenshot für uns. Was ist das denn hier? Ein altes Auto? Instant Access Card. Wir haben ja keine. Vielleicht finden wir eine im Kornfeld. Na klar, ihr wollt einfach nur zu diesem Raumschiff gehen, ihr Verrückten. Na gut, dann gehen wir da jetzt mal hin zu dem Raumschiff. Guck mal, was es da gibt. Ist schon ein bisschen gruselig, das Ganze. Aber ich gehe mal kurz hier weiter, nur sehen, ob hier hinten noch was ist. Alles erkunden. Also wir können auch laufen, fällt mir gerade ein. Wenn ich hier nur langsam gehe. Oh, hier, was ist das hier? Ich habe noch nie, das hinten gesehen vom FST. So dicht. Aber wir können da nicht durch. Nee, dann komm mit. Guck, die Katze kommt gar nicht hinterher, das fette Ding. So, wir gehen jetzt zum Raumschiff, also hier rein. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht kämpfen müssen, das wäre schon schade. Okay, ich glaube, hier müssen wir definitiv kämpfen. Also ich würde sagen, bevor wir kämpfen gegen den, obwohl, gegen einen Alien können wir, glaube ich, kämpfen, oder? Machen wir es einfach mal. Wie viel Leben haben wir noch? Mal kurz gucken. Na, guck mal hier, der braucht, hier, sie braucht auf jeden Fall was zu futtern. Aber wir haben nichts mehr. Okay, wir testen es trotzdem mal. Oh, 32, okay. Die Katze. Oh, die Katze. Tiger Uppercut. Jetzt kann die Katze Tail Whip. Was ist das denn? Okay, mach nochmal so ein Ding. Yes! Muss K.O. sein, oder? Ah, cool, dann hat sie auch Level Up und haben sie auch wieder mehr Leben bekommen. Was natürlich sehr praktisch ist. So, wir geben der auch mal mehr Leben. Wir müssen mehr durchhalten bei den Kämpfern, nicht mehr so viele andere Sachen machen müssen. Du musst leider ein bisschen mehr Energie bekommen. Also Stärke bekommen, Entschuldigung. Okay, wir gucken kurz die Party an. Dann können wir vielleicht noch einen aufnehmen. Wir haben alles volles Leben. Theoretisch könnten wir noch einen angreifen. Machen wir einfach mal. Hier ist noch einer, den nehmen wir auch nochmal. Boom. Relativ zügig sein, aber es geht ja eigentlich ganz gut. So. Okay.
Jetzt rausfinden können, was die wollen? Ich weiß nicht, warum meiner immer so blinkt. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas finden, was wir einsammeln können. Wer weiß. Hier ist nichts. Ich mag da gar nicht reingehen. Ich habe ein bisschen Angst, da reinzugehen, aber... Warte mal kurz ab. Ich muss hier draußen noch irgendwas finden, was wir hier einsammeln können, was uns Energie gibt. Irgendwie Leben oder sowas. Es scheint nicht so. Die geben leider auch nichts richtiges. Hier liegt eine Batterie, nee, noch nicht. Okay, es macht nichts anderes. Wir müssen einmal zum Raumschiff reingucken. Macht ja auch nichts. So, und man sieht, okay, eigentlich haben die noch alle relativ gut Energie. Gut, man kann auch die Skills nachher noch wahrscheinlich variieren. Aber naja, egal. Da liegt ja auch irgendwas. Batterie to power a small robot. Halt! Wir haben noch so einen Roboter hier. Ah, die können wir nicht einfach so, okay. Diese Pots sind genauso groß wie die Roboter, gegen die wir draußen gekämpft haben. Oh, wie gruselig. Vielleicht sind sie hier draußen ausgebrochen. Da ist jemand. Ist er okay? Hallo, Mister? Oh. Ah! Yikes! Da ist etwas in seiner Hand. Es hat Papas Gesicht drauf. Was? Lass mich sehen. Das sieht aus wie Dads Zugangskarte. Aber wie... Er hat bei der FST gearbeitet. Aber er hat keine verrückten Raumschiffe geflogen. Vielleicht haben die es Dad geklaut. Warum sollte jemand Dads Zugangskarte klauen? Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich mag das hier nicht. Den nehmen wir mit. Mehr können wir hier nicht machen. Was ist denn das Teil da draußen? Sollen wir mal gucken, was da kann, ob er uns angreift? Geh mal hin zu ihm. Blablabla. Bist du ein Alien? Sieht aus wie ein... wie eine Krake. Eine Alien-Krake. Wo bin ich? Du bist in einem Kornfeld abgestürzt. Nicht so laut. Ich habe Kopfschmerzen. Vielleicht solltest du nicht auf dem Kopf stehen. Okay. Aber wir haben eine Zugangskarte. Das heißt, die Zugangskarte können wir doch nutzen, um da hinten beim FST reinzukommen, oder nicht? Oh. Ich fühle mich so energisch. Ich bin schon so lange in diesem Schrotthaufen. Es ist schön, etwas von der Erde zu sehen. Du siehst besser aus, Alien-Krake. Wo ist es hier schön, sich umzuschauen? Du müsstest mal den Junkyard angucken. Was ist ein Junkyard? Warum soll ich zu einem Fleckchen gehen, wo noch mehr Schrott drum liegt? Das ist cool, das ist Alien. Und weg ist es. Okay. Wir hauen jetzt mal ab hier. Oh, die Aliens sind wieder da. Ah, Mist. Na gut, müssen wir nochmal kämpfen. Headkopf ab! Boom! Nein. Ich habe zu früh gehauen. Wie dumm war das denn? Na gut. Oh Gott sei Dank, gerade getroffen. Gerade getroffen. Jetzt hätten wir nochmal eine Runde kämpfen müssen. Okay. Die werden ein bisschen mehr leben. Ich kann
anderen greifen jetzt nicht an, oder? Obwohl. Wie viel Leben haben wir denn noch hier? Die ist auf jeden Fall tot beim ersten Schlag da, Lili. Wir machen es trotzdem einmal, pass auf. Wenn wir schon hier sind, gibt ja immer Leben, ne? Ja, okay. Hab ich schon gedacht? Okay, darf er gleich nochmal angreifen, das ist ein bisschen blöd, aber. Komm, du kriegst einen leichten Schlag bei mir jetzt. Hier ist ein Bodycheck. Ja, dann hat die, glaube ich, zu wenig Leben, aber, ne? Ich glaube, nicht volles Leben kriegt sie wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Naja, sie kriegt 8 Leben, wenn sie wieder aufwacht. Das ist auch nicht so verkehrt. Besser als mit 5 rumzulaufen. So, gehen wir raus hier. Jetzt laufen wir nochmal dahin zu dem FST. Vielleicht kommen wir da mal rein mit unserem. Mit der Zugangskarte von Dad. Probieren wir mal. Okay, können wir da drüben bei diesem Stromwerk, könnten wir da die Karte dann benutzen? Weil das ist FST von hinten. Vielleicht muss man vorne reingehen, um diese Karte zu benutzen. Oder muss hier hingehen und die Karte vielleicht benutzen. Mal gucken. Ist auch FST. Wir haben ja Dead's Eye. Okay. Lass uns mal gucken hier, ob wir hier was finden. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Shit. Oh, die haben viel zu viel Leben. Die schaffen wir ja gar nicht. Können wir auch einfach fliehen? Nee. Na gut, müssen wir probieren. Shit. Okay. Nein! Ah, verdammt. Nur 5. Okay. Okay, schade eigentlich, aber naja, was soll's. Ah, guck mal, die Katze ist gerade hochgekommen. Kann ein bisschen stärker werden. So, die haben auch nicht gesehen, die Gegner. Das war ein bisschen blöd gelöst gerade, aber liegt noch was. Okay. Das ist so eine Sicherung, ne? Vakuum-Tube? Ich glaube, das ist eine Sicherung. Vielleicht haben wir jetzt noch hier. Dann macht man der Hälfte des Lebens wieder auf. Was okay ist. Ah, guck mal, ist das Essen. Und hier ist ein. Oh, auch ein Sandwich und so. Hat die schon gelohnt? Oh, perfekt. Obwohl, das ist so cool, wenn man so viel auf einmal findet, dann heißt es doch meistens, da passiert irgendwas. Hm. Nun gut.
Ich glaube, hier machen wir eine kleine Pause und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.